So Leute, heute in diesem Video soll es hier mal wieder um meine V-Bucks gehen, da viele Leute immer gefragt haben, warum ich denn keine V-Bucks ausgebe und warum ich mir nie was aus dem Shop kaufe, was ich denn so gut finde. Und heute werde ich euch das Ganze mal erklären, denn ich habe so eine kleine Idee, was ich mit meinen V-Bucks machen werde. Also ich werde sie nicht ausgeben oder so, ich werde das komplette Jahr 2020 keine einzigen V-Bucks ausgeben. Das Einzige, wo ich die ausgeben werde, ist natürlich, wenn der neue Battle Pass rauskommt, der wird dann 950 V-Bucks kosten und da bekommt man glaube ich 1500 zurück. 100, 200, ich schaue nochmal ganz kurz nach, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 100, 200, 300, 400, 500, okay, man macht sogar relativ gut Plus, das heißt ich hätte ungefähr am Ende des Jahres vielleicht so um die 30.000 bis 40.000 V-Bucks, schätze ich jetzt mal. Ich habe ja jetzt schon 10.000. Ist auf jeden Fall eine Menge, was wir damit dann Ende des Jahres, also was ich damit dann am Ende des Jahres anstellen werde, das weiß ich nicht. Ich denke mal, ich werde ein paar V-Bucks an euch dann verlosen, also ich werde irgendwas an euch dann aus dem Shop verlosen oder verschenken. Das glaube ich wäre so eine gute Idee. Falls ihr noch irgendwelche Ideen habt, dann haut es mal gerne in die Kommentare rein. Ich finde es aber eine relativ coole Challenge, so ein Jahr lang keine V-Bucks ausgeben Challenge. Hat bis jetzt, glaube ich, noch niemand so gemacht. Ich werde das Ganze auf jeden Fall durchziehen. Ich bin ja jetzt, wie gesagt, schon seit 2,5 Monaten dran. Also seit dem Ende des Jahres, ja, von 2019 bin ich dran. Und ich bin schon relativ gut weit gekommen. Also ich werde von 2020 bis 2021 sehr viel Rette die Welt suchten. Und dann werden wir sehen, was sich am Ende des Jahres so ergibt an V-Bucks. Und dann werde ich halt an euch so eine kleine Verlosung machen. Schreibt es in die Kommentare rein, worauf ihr so Bock hättet. Also ein paar Ideen reinschreiben. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem kurzen Video.